Hallo, es gibt Neues zur Chatkontrolle. Nachdem wir den Versuch, alle unsere Nachrichten durchleuchten zu wollen, stoppen konnten, will Big Sister Johansson wenigstens die freiwillige Chatkontrolle auf US-Diensten wie Instagram, Facebook oder Gmail verlängern und hat dazu Zahlen vorgelegt. Und das sagte Johansson im Dezember den Innenministern. Yes, thank you. Dankeschön. Ja, ich darf Sie eben informieren über den jüngsten Sachstand. Im letzten Rat haben wir ja diskutiert. Jetzt wollte ich Sie nur darüber informieren, dass wir einen Bericht vorbereiten, darüber, wie die zeitweilige Gesetzgebung funktioniert. Wir haben noch keine echten Berichte von allen erhalten und auch nicht von allen Unternehmen. Deswegen kann man noch nicht wirklich eindeutige Schlussfolgerungen ziehen. Aber ich darf ein paar Zahlen nennen. Eine klare Auswertung ist also nicht möglich, weil Zahlen fehlen, aber dann nennt sie trotzdem Statistiken. Das ist einfach nur unseriös. Letztes Jahr haben wir von den Internetbetreibern 1,5 Millionen Meldungen bekommen zu sexuellem Missbrauch von Kindern in der EU in Bezug auf 2,5 Millionen Videos und Fotos und Grooming-Angriffe. 70% dieser Fälle sind über private Kommunikation und Chats gelaufen. Die 250.000 Meldungen gab es aus Polen, 200.000 aus Frankreich, Deutschland 140.000 Meldungen. Ja, viele Meldungen in Bezug auf viele Mitgliedstaaten. Für Deutschland heißt das, jedes Jahr werden 100.000 Fotos und Videos aus unseren privaten Chats und Nachrichten von den Chat-Kontrolle-Algorithmen als verdächtig angesehen und offengelegt. Und vor allem Facebook, Instagram und Gmail durchleuchten unsere Chats. Wenn die Zahl der Meldungen aber von Jahr zu Jahr steigt, spricht das doch nicht gerade dafür, dass die Chat-Kontrolle wirken würde, oder? Und wie zuverlässig sind diese Überwachungsmaschinen eigentlich? Und natürlich kann man nicht an allen Meldungen auch wirklich arbeiten. Ungefähr 25% davon sind von so einer Qualität, dass die Polizei damit auch arbeiten kann. Moment, nur 25% sind für die Polizei relevant? Das heißt umgekehrt, 75.000 Videos und Fotos aus unseren privaten Chats und Nachrichten jedes Jahr in Deutschland werden von den US-Überwachungsmaschinen offengelegt, ohne dass sie irgendwie für die Polizei relevant sind. Da landen also unsere Strandfotos oder Nacktbilder, die wir unseren Partnern privat schicken, plötzlich bei Meta in den USA. Ist doch völlig klar, dass bei irgendwelchen Moderatoren unsere Intimfotos nicht sicher sind und da gehören sie auch nicht hin. So wird unser digitales Briefgeheimnis mit Füßen getreten. Und was ist jetzt mit den 25% für die Polizei angeblich relevanten Meldungen? Die Kinder können damit aber identifiziert werden. Und es ist nicht immer klar, ob solche Meldungen tatsächlich zu Identifizierungen führen. Okay. Die Polizei identifiziert also abgebildete Kinder und Jugendliche. Aber aus den Zahlen wird ja überhaupt nicht klar, ob die Chatkontrolle privater Nachrichten gerade oder eine ganz andere Ermittlungsmaßnahme, wie zum Beispiel Meldungen durch Nutzer, zu einer Identifizierung geführt haben und was nach einer Identifizierung auch passiert ist. Also nicht aussagekräftig. Und beim Sexting zum Beispiel schicken sich junge Menschen ja freiwillig Nacktbilder von sich zu. Und da ist natürlich keine Kunst, die als Absender zu identifizieren und sie zu kriminalisieren. Aber vor Missbrauch schützt das kein einziges Kind. Auf meine Nachfrage konnte die EU-Kommission nicht belegen, dass gerade die Chatkontrolle in nennenswertem Ausmaß Missbrauch stoppt. Umgekehrt sagen Strafverfolger, wegen der Flut der meist ja völlig wertlosen Meldungen hätten sie keine Kapazitäten mehr für verdeckte Ermittlungen gegen die Produzenten. Also die Hintermänner, die tatsächlich Kindesmissbrauch begehen. Das ist doch ein Skandal. Die Chatkontrolle schadet weit mehr, als sie jemals nutzen könnte. Ja, das ist eine Realität. Und wir müssen uns sicherstellen, dass während wir an der allgemeinen Ausrichtung des Rates arbeiten, dass wir da nicht ansonsten blind sind. Deswegen habe ich gesagt, die zeitweilige Gesetzgebung, die einige unter Ihnen ja in der letzten Diskussion beantragt haben, verlängert wird.
dass wir ohne Verlängerung der Chatkontrolle blind würden, ist eine Lügengeschichte. Die sozialen Netzwerke sind sogenannte Hosting-Dienste und die brauchen zur Überprüfung öffentlicher Posts gar keine Verordnung. Auch Nutzermeldungen sind völlig ohne Chatkontrolle möglich. Und die tausendfachen falschen Verdachtsanzeigen aus Zuckerbergs Meta-Konzern, die ja 80% der Verdächtigungen ausmachen, die werden durch die angekündigte Einführung von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Direktnachrichten über Facebook und Instagram sowieso bald wegfallen. Das Rechtsgutachten einer ehemaligen Richterin am Europäischen Gerichtshof belegt, dass die sogenannte freiwillige Chatkontrolle 1.0 grundrechtswidrig ist. Ein Missbrauchsbetroffener und ich klagen schon dagegen. Die erste Verhandlung findet am 1. Februar statt. Aber schon Anfang März sollen die EU-Regierungen wieder darüber abstimmen, die Chatkontrolle für alle Chatdienste, Messenger-Dienste, E-Mail-Dienste verpflichtend zu machen und dafür sogar sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auszuhebeln. Helft uns Piraten, helft der Zivilgesellschaft, unser digitales Briefgeheimnis und sichere Verschlüsselung zu retten. Ihr findet mehr auf chatkontrolle.de.